Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Kabin. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Denn ich muss noch ein paar Sachen machen. Ja, schrei so viele, wie du willst. Horde technischerweise, genau. Da müssen wir noch ein paar Sachen machen. Die sich nicht umstellen. Die müsste erstmal leicht noch 1-2 Steine zusammenschabbern. Wo muss ich denn hier lang? Ich bin ja hier komplett am Arsch der Welt. Ich muss hier lang. Das ist ja voll verkehrt. Folgen Sie mir, ich kenne mich aus. Yahoo! Was hat ein Yahoo mit zu tun? Steine brauche ich. Und wie gesagt, wir haben jetzt damit nicht das Problem mehr. Ich habe ja einen Presslauf, Mama. Hätte ich mir den bauen können? Wahrscheinlich. Ist ja egal. Ich habe den gratis gekriegt. Das ist auch cool. Kann ich mit leben. So, wie gesagt, jetzt ab nach Hause. Und wenn ich jetzt schnell fahre, brauche ich noch nicht mal mehr Kotz-Cola. Die gute alte Kotz-Cola. Ich wollte eigentlich auf dem Weg zurück die ganzen Fässer mitnehmen, aber ich habe keinen Bock auf Phasmophobia heute. Bleib mir bloß fern! Wahrscheinlich werde ich nachher wieder Auto schrauben müssen, weil ich kein Benzin genug habe. Obwohl ich eigentlich genug habe. Ist das so korrekt? Ich glaube schon, Tim. Denn wir haben ja Ölfässer und Benzin haben wir ja auch. Passt schon. Ich konnte aber immer noch nicht nachschauen, Karte technischerweise, die wir eingesammelt haben. Ich weiß, dass wir irgendwo eine gelbe Karte brauchten. Jetzt haben wir sie und jetzt weiß ich nicht wo. Hin mit den Sheet. Aber es ist halb so wild. Wie gesagt, es ist bloß eine Frage der Zeit. Wir haben sie schon und also wegrennen kann sie schon mal nicht. Hallo, liebe Freund. Ist das immer noch richtig hier? Ich fühle mich irgendwie nicht so richtig. Ah, nee, das ist falsch. Da hinten ist die Schüssel. Da hinten ist die Brücke. Ach, Mann, das ist doch mal dasselbe. Das ist genau derselbe falsche Weg, den ich letztes Mal gefahren bin. Nur auf der anderen Seite des Flusses. Ah. Muss nämlich da rum und dann da ist die Brücke. Ich bin da zu früh abgebogen. Naja, gut, kann passieren. Aus dem Weg! Ja, zick dich nie rum. Zick hier nie rum, meinte ich. Ich hab gedacht, die stupt gleich. Ich meinte natürlich, sie liegt sich schlafen. Hätte ich sie natürlich mitgenommen. Bei mir ist ein viel besseres Klima. Hui, Wasser. Alter, stimmt, ich muss hier komplett außen rum immer fahren. Gehen Sie mir aus dem Weg. Die Tier. Naja. Ich weiß nicht, ob das mit der Cola noch reicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, wie ist das schon? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Hey, da habt ihr einen Wolf. Bon Appetit. Von mir juckt die Nase schon wieder. Das ist mal ein Zeichen für Böse. Was Böse. Ja, doch. Aber ich kann nie anhalten. Ich würde dich gerne abmuchsen, aber das ist mir nicht möglich. Also wäre mir möglich, aber benzintechnisch. Nee, Mensch, zeitmäßig. Benzinmäßig. Ja, siehst du. Vorsicht! Das ist ja selber von letztem Mal. Er lernt das einfach nicht. So, ich muss jetzt da lang. Also fahre ich jetzt erstmal hier geradeaus durch. Das ist ja voll hier der Highway to Hell. Ist ja alle tot, Alter. Guck doch mal, was hier alles an Ölfässer sind. Da brennt ja mein Auspuff. Ich muss immer auf diese Back. Halt, halt. Ach, jetzt haut die schon wieder ab. Ja. Kotzt dir alles aus der Lungen raus. Hat keine Miete zahlt, aber das musste sein. Ich bin schon wieder zu früh abgebogen, wa? Warum biege ich denn immer zu früh ab? B
Wenn in 25 Zügen. Ja, ich muss mal hier durch. Es tut mir ja leid. Das war eine Lüge. Tut es nicht. Ich guck mal den Auspuff. Macht auch Puff. Ja, ich bin bald zu Hause. Dann mache ich eine Pause und produziere Munition. Das wird sich lohnen. So. Nase kratzt. Das reicht für die nächsten 25 Sekunden. Diese hier sind auch Schienen. Ja, das ist ja voll schienig, ist das. Hoffentlich komme ich hier nicht auf der falschen Schiene. Kann ich mal so weitermachen. Das ist eine Straße, war ja. Jetzt brauche ich auch nicht mehr anhalten. Ich habe jetzt gerade den Kopf gehabt, ich müsste anhalten, das Fass abbauen. Vorsicht! De Militär. De falsch abgebogen. Oh, Alter! Hat ihn an der Brücke gesehen? Ich würde sie jetzt nehmen. Ey, ich fahre einmal von der Straße runter. Ups, kein Benzin. Hallo Sie? Haben Sie mal ein bisschen Benzin? Hauch mich nicht an. Gut, ich hab den in den Rücken geschossen. So. Also, ich war ja noch vor kurzem, da muss ich rüber. Auf dem richtigen Weg. Dann habe ich gedacht, ich müsste mal hier kurz durch die Walachei und schon suche ich den Weg wieder zurück. Okay, hat doch nicht so lange gehalten, wie ich gedacht habe. Aber geh mal aus dem Weg. Ne, ich bin doch richtig. Ich bin hier komplett korrekt, weil hier ist ja auch das Militärgelände und das war ja davor. Davor ist das neue danach. Meine Zunge. Da ist er doch. Ja, doch. Ich verlasse doch schon den Town. Hui. Staunen, die hat ja anscheinend viel aus, die Karre. Was ich hier schon weggebumst habe. Entschuldigung. Ja, natürlich. Natürlich. Warum fahre ich denn nicht einfach geradeaus? Das wäre doch viel zu einfach, oder? So. Das ist natürlich eine Abkürzung, die ich gemacht habe. Voll die Abkürzung. Und Villa verlängert die Abkürzung. Ich wollte bloß mal gucken, ob das Dorf noch da ist. Am Strand. Ich kann euch schon mal verraten, es steht immer noch da. Und ist strandig. Keine Ahnung. Ich versuche immer und dann funktioniert es nicht. Ach, leck mich doch. Ja, wie denn? So, warte mal. Letztes Mal habe ich es noch geschafft, ihn über die Reling zu schicken. In der letzten Staffel. Naja. Ich habe die Wüste verlassen. Knutscht meinen Auspuff. Der ist heiß, ist der. Was ist mir passiert? Sieht ja aus wie ein Massaker. So, ab durch die Mitte. Hui! Hui! Schön. Knack, knack. So, jetzt muss ich bloß noch hier. Genau. Rein theoretisch sollte ich mir an der Straße halten. Man hat ja gesehen, was das wohin das führt, wenn ich das nicht mache. Aber ich bin cool drauf. Ich bin heute total tiefenentspannt. Scheiß drauf. Ich meinte Code. Drauf. Warte mal, warte mal, warte, warte, warte. Hat mir ja eigentlich Geld gekostet. Hier zu. Ist was? Wir haben 13 Uhr. Dann kann ich die drei Fässer ja wohl mitnehmen. Und dein Münzen. Also vielleicht Münzen. Aber ich gehe mal schon von aus, dass da mindestens eine Münze drin ist.
Und Fragmente brauche ich ja auch. Ohne Fragmente schicken die mich während der Welle in die Rente. Krass, wa? Jetzt wäre ja fast passiert, dass ich die Steuerung von Seven Days genutzt hätte. Um zu versuchen, mit der Karre zu steuern, aber zum Glück habe ich das noch mitgekriegt. Ey, Cola. München. Da hinten sind noch mal ein paar Automaten. Noch mehr München. Ist ja wunderbar. Tralala. Tja, hätte ich fast die andere Questplay mitnehmen können, hätte ich den Helm nicht verschenkt. An den nächsten. Und ich war mir ganz sicher, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, so kann man sich täuschen, wa? Aber als ich... Oh Mann. Als ich das aussortiert habe, hatte ich den ja auch aussortiert. Logischerweise. Wer soll es sonst gewesen sein? Naja. Es ist zu spät, sich darüber zu ehren. Ich tue es trotzdem. Ich ehre mich. Oh oh. Sag mal, den, der müsste ja genauso auseinander zu klatschen sein wie der andere. Und das hätte feurig sein können. Hey, hast du ja. Was krieg? Da war was Goldenes mit bei. Eine Knifte und ein Helm. Ich gehe mal davon, dass das der Helm ist. Ha, ich kann auch springen. Was sagst du dazu? Ich kann aber auch meine Spur wieder wechseln. So, warte mal. Nee, ich hab doch die Knifte gekriegt. Ist mir egal. Ich muss jetzt nach Hause. Leider ist da eine Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer, sucht ein kleiner Kabin. Seht euch mal den Kabi an, wie der Kabin suchen kann. Schalalalalalala. Uff da, uff da, da. Oder so. Sie kann so ja zwei Jingles zusammenballern. Sau! Hey, ich hab Munition gespart. Keiner kann was dagegen sagen. Also, mehr Munition kann ich nicht sparen. Das geht nicht. Das ist mir nicht möglich. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Aufbewahren. Münzen nied ja nicht mehr. Gleich habe ich nicht. Ach man. Ich gehe es. Spuren. Warum hast du die Spuren weggeschmissen? Weil das gerade für mich logisch war. Sucht nicht nach einer Logik. Meistens ist es nicht logisch. Aber ich mache trotzdem. Warum? Weil ich es kann. Und weil ich das später wieder einsammeln. So einfach ist es. So, ein Knochenjob. Ach, Knochen brauche ich nicht. So. Alter, ist ein bisschen brutal, wa? Bären gegen Hase. Und wer gewinnt, der Hase? Alter, wäre so böse. Hui! Ja, das wäre schon ein bisschen lustig. Das wäre lustig, werdet. Alter, ich orientiere mich gerade an das Ziel. Also questtechnischerweise, nicht an den Punkt nach Hause. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Mann.
Das wird knapp. Ich weiß, dass ich da unten ja einen schmalen Gang habe, auf dem ich durch, wo ich durch muss. Also den hatten wir ja schon mal. Mhm. Oder auch nicht. Ach nee, ich bin ja schon in einer anderen Stadt. Nee, bin ich nicht. Das ist genau die Stadt, die ich hatte. Ach so, oh, nee, doch. Haut schon hin. Ich habe gedacht, ich bin da drüben, aber da muss ich ja erst hin. Oder? Da ist Ditte, da ist Ditte. Wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Ich habe gedacht, das ist die Brücke hier, wo wir sonst immer, da wo wir vorher gewohnt haben. Das habe ich gedacht, dass da die Brücke ist, wo wir letztes Mal durchgefahren sind. Aber das ist nicht gewesen. Habe ich mich verwechselt? Also habe ich verwechselt. Das kann mal passieren. War ja schon ewig nicht mehr hier gewesen. Hallo Sie? Schluckhof? Und Kurve. Und Auto. Da, das habe ich gedacht. Aber das Gebäude gesehen. Da. Der Funkturm. Und gedankenmäßig habe ich gedacht, wir sind jetzt von der Seite runtergekommen, was total ja nicht funktionieren tut. Aber hatte ich gerade in diesem Moment den Kopf gehabt. Genau, und da habe ich gedacht, ich muss jetzt hier zwischendurch wieder fahren, wie wir letztes Mal gefahren sind. Ist manchmal, ich weiß nicht, warum ich so was denke. Und ja, nicht möglich ist, wir sind ja von der anderen Seite gekommen. Aber gut. Da haben wohl die Sinne ein bisschen Trampolin gespielt. Boinki, 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 boinki. Mep, mep. Achtung! Vorsicht! Ja, was stehst denn da, Alter? Kann doch nicht ausweichen. Weder links noch rechts. Was soll das? Ist schon wieder ein Kratzer bei mir mehr drin. Sauerei. Das ist eine Sauerei, ist das. Maximal. Ey, sag mal, ich hab doch jetzt wieder Münzen, wa? Kann ich ja eins wie Benzin kaufen. Weil wir sind ja hier an der Tankstelle. Jeder Gramm zählt. Ja, die Münzen habe ich noch drin. Aber ich brauche dann auch wieder Platz. Und den habe ich nicht. Was kann ich wegschmeißen? Oder ich inhaliere das einfach. Achso. Das hält ja eine Weile. Also, Benzin. Kostet mir ein Fünfer. Öl, meinte ich. Kostet mir ein Fünfer. Hole ich mir vier Stück. Hier mal zwei. Wow. Kriegst du ja noch ein bisschen wegseelt. Wo ist mein Öl? Da, 49. Das heißt, wir haben jetzt 490, ne? Sehr schön. Das dürfte noch nicht respawn sein, sag ich doch. Na gut, weiter geht's. Weiter, weiter. Keine Panik. Wenn es hart wird, können die Bäume auch ausweichen. Wenn nicht, dann habe ich mich geirrt. Aber das sollten sie, wenn sie an ihr Leben hängen. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt werden sie das machen. Oh. Mitten auf der Kreuzung stehen bleiben, da ist der Kassein-Honk. Ist hier auch noch ein Zaun. Den denn hier hingestellt? Ich schwöre, der war letztes Mal noch nicht da. Sie haben ihr Ziel erreicht. Jetzt müssen sie trotzdem nochmal wenden. Das sieht aus wie ein Sarkophag, ne? Wieso sieht das aus? Es ist ein Sarkophag. So.
und Rinder. Das ist ja wie eine Batman-Cave. Oh. Naja, gut, wa? Wer kann, der kann. Wer nicht, der schiebt. So, wir sind zu Hause. Eine ist kaputt. Es ist nur eine einzige kaputt. Das ist ja mal krass. Das ist besser, als ich gedacht habe. Wahnsinn. So, warte mal, ich muss erstmal hier so ein bisschen sortieren und dann richtig sortieren. Aber nur ein bisschen. Gut, Bücher. Spulen. Kann ich gleich die, ach, ich warte noch ein bisschen. Oder? Achso, ich muss ja das da rausnehmen. Ja, ja, ich weiß. So, das kann ich dann... Kriegt dann jetzt ein bisschen mehr Haut davon. Das ist ja ein spezieller, ist das der. Ja, sehr speziell ist der. So, aber das muss ich wieder rausnehmen. So, jetzt muss ich erstmal... Nö, es bleibt bei Ihnen. Das ist ja mal Beschiss. Das ist ein Special. Ein Special bringt hier ja nichts. Außer Special-Kopfschmerzen. Also. Ich wollte doch die 8 drücken. Gut, ich habe die rechte Taste gedrückt. Natürlich habe ich die richtige gedrückt. Es war natürlich außer Frage. So, ausleeren. Also was geht. Was geht? Nicht so viel. So, immer Tee, immer Kaffee und immer Milch. Das wird nicht besser. Habe ich das schon mal erwähnt? Nee. Erst letztes Jahr. Oder so. Durchgehend. Jede Folge mindestens eh mal. Dann ist ja gut. Nee. 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 Doch. Kiste ist ja kaputt gewesen. Stimmt ja, da war ja was. So, das ist da auch jetzt soweit. Was war das eben? Lückentext oder was? So, Jolt? Das ist noch Fleisch gewesen. Das hat sich versteckt. Und dann hier, Tutbürger und so. Haut. Benzin. Wie gesagt. Also rein theoretisch müsste das reichen. Raketentechnischerweise. Ja, Benzin. Ja, Benzin könnte ein bisschen mehr. Ah, Bär. Jetzt kommt nämlich der Bär wieder um die Ecke. Ich kann mir ja jetzt quasi rein theoretisch, praktisch, vielleicht, eventuell, minimal... die nächsten Dings hier bauen. Der übrigens jetzt hier ganz schön leise ist. Ist ja schon fertig. Na gut, der wird irgendwann mal ausgehen, aber dann ist es so, ich kann den jetzt ja nicht nutzen, wa? Solange ich kein Benzin habe. Er ist wirklich fertig. Tatsache. Jetzt, Achtung, die Ernte startet. Jetzt. Ganze 6 Stück. Holy shit, das hat sich ja richtig nicht gelohnt. Naja, gut, das ist ja auch bloß einer. Brauch ja davon mehr. Mehr culpa. So, und dazu brauche ich wieder 2 davon, 2 davon, 2 davon, 2 davon, 2 davon. Aber diesmal haben wir alles. Boah, Alter. Ich will einfach nicht aufhören. Ich baue jetzt so viele wie ich kann. Das, was ich hinkriege, wenn ich es hinkriege, dann haben wir zwar jetzt nicht mehr, aber dann irgendwann mal, wisst ihr? Und irgendwann mal muss reichen. So, das muss auch erst nochmal raus. Das muss alles raus.
Ach so, das, nee, warte mal, das muss anders gemacht werden. Das muss aber ganz anders. Das hatte ich ja gesagt, ihr habt. Das haben wir letztes Mal eingesammelt. Und jetzt haben wir drei Platz. Ja. Krass. Das ist krass. Hab ich die doch? Also ich wollte die doch ja nicht. Aber habe. Halt. Dann kann ich die Giftspulen noch schnell aufwerten und kann die gleichzeitig rinschmeißen. Jo. Das machen wir so. Das ist voll korrekt. Das machen wir so. Die Knifte ist nicht besser. Das auch nicht so weit, wie ich sehe. Die kann ich dann auseinandernehmen. Ja, doch. So, aber nicht ablenken, ja. So. Die kommt darin. Und die beiden. Zack, schon mal eine Verbesserung. Ha! Ich bin schon wieder besser. Ha! Und das ein Stücke. Nice. So, jetzt mache ich den ganzen Kokolores darin. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass ich das irgendwann mal irgendwie Kiste oder was. Super. Alle zu seiner Zeit. Es wird immer mehr. Ich glaube, ich baue daraus irgendwann mal Mutantenspritze und jage den Endboss drin. Irgendwas kristallisiert sich da so raus. Würde ich jetzt so sagen. Irgendwas ist da Spanisch. Oder Italienisch. Kann halt sein. Aber für mich aus kann auch Griechisch oder so. Ich bin da nie so. Was hier? So, also erstmal den Motor. Oh, ich muss ja den großen bauen. Wenn ich den großen baue, brauche ich mehr so eine kleinen. Also. Den. Ne, brauche ich nicht. Ich brauche bloß Aluminium. Der alte Alu. Und der Minium. Na, dann her mal mit dem Staff. Da habe ich doch. Ist doch halt ja kein Problem. Ist ja gelacht, ist das da. Ha! Muss ich bloß noch den richtigen Tisch über mir angewöhnen zu nehmen. Und die richtige Spalte. Drei. Oder auch zwei. Zwei geht auch. Warum nicht drei? Achso, weil Kupfer. Ich brauche ja viermal Kupfer. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Ich habe ja hier auch noch. So. Dann machen wir den Test jetzt. Und dann brauche ich hiervon vier. Okay. Ich muss dann doch Kupfer herstellen. Aber das ist auch kein Problem, weil hier ich habe Kupfer. Ich habe Kupfer. Ich habe auch Äste. La Esto ist auch dran. Da. Alles ja, kein Problem. Und warum? Weil wir vorbereitet sind. Chaos technischerweise. Also quasi, ich habe es auf mir zukommen lassen. Und es funktioniert. Ihr seht, es funktioniert. Ich bin immer noch da. So, jetzt fängt 3, 4. Nee, warte mal. Drei Pumpen erstmal. Wir wollten nicht übertreiben, ne? So, jetzt brauche ich Batterien nochmal drei. Der Nägel und dem Gummi. Batterien. Da brauche ich Gummi. Ah, Gummi, nee. Aber hatte ich denn nicht hoch oder habe ich das schon verarbeitet? Ja, ich habe es schon verarbeitet. Ah, ich habe gedacht... Was steht da? Och nee, jetzt ist schon wieder was kaputt. Hier ist nichts drin. Ich hab gedacht, ich hab jetzt hier irgendwo noch... Aber ich hab die ganzen Ringe verbraucht. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Dann nehme ich da welche weg und dann ist es gut. Na, erstmal repariere ich, wa? Ich mach erstmal wieder ganz. Oh, das geht mir so auf den Sack.
Achso, diesmal ist das Ding da hinten. Der Luftventilator. Hier draußen ist so eine schlechte Luft, wisst ihr, deswegen... Ich bin so... Ihr wisst da so ein bisschen nachbarmäßig Hilfe unterwegs. Und kriegen da hinten, da ganz hinten in der Wüste frische Luft. Dafür ist er da. Mhm. Ich flunker nicht. Oh, Alter, mein Ohr. Ohr, Nase, Mund. So, also. Wenn ich das ausnah... Ey, dann krieg ich ja sowas trotzdem. Aber nee, Klebestreifen brauche ich ja. Das ist Benzin. Das nicht irgendwas, das ich auseinander... Könnte ich machen. Und das wäre jetzt noch nicht mal dumm. Ich lasse das aber erstmal. So. Habt ihr jetzt das richtig gemacht? Ey, ich musste da erstmal herstellen. Das war aber knapp. Gerade so noch die Kurve gekriegt. So. Batterien. Warum habe ich die Batterien noch nicht hergestellt? Hä? Ach so, deswegen. Wegen, ja gut. Ja, ja, ist halt, ist okay. So, jetzt haben wir davon drei. Jetzt fehlten noch, ich hab's nur noch vergessen. Achso, Jummiese, 4 Stück. Das macht 12 Jummiese. 12. 12 Stück. 12 verdammte Jummiese. Na gut. Denn das ist so. Ich hab davon genug. Scheiß drauf. Und ich krieg bestimmt noch welche. Da bin ich mir ganz sicher. Achso. Nee. Mensch, ich hab die doch noch gehabt. Achso. Kompensieren. Er kompensiert schon wieder. Jetzt haben wir es. Noch nicht. Jetzt haben wir es. Bin mir noch nicht so entschlüssig mit. Jetzt hab ich. Das ist ausbaufähig. So, jetzt brauche ich... 150 Stück insgesamt. Ich mach hoch. Achso. Hätte ich doch da dranbleiben können. So, das heißt 139. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. So, dann haben wir noch ein paar übrig. Dann ist es gut. So. 2 Pumpen. Pump ab das Öl. Pump es ab. Pump es ab. Ich sage, pump ab das Öl. Bin gerade dabei. Eins. Was nun? Achso, Eisen. Jetzt fehlt natürlich das Eisen. Das Eisen fehlt. Aber ich muss das jetzt auf der anderen Seite machen, wa? Weil Giant und so ausrasten. Von mir aus können sie einrasten, aber nicht ausrasten. Schlimiere die. So. Oh, 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 oh. Und wie gesagt, das ist alles bloß so ein bisschen produktionmäßig. Ja, gut, Rakete und so haben wir noch. Aber ich brauche ja auch noch Bolzen und Steine, hatte ich ja gesagt, ihr habt. Da müssen wir gleich denn mal morgen los, weil sonst fallen uns die Steine auf den Kopf. Aber ich habe ja schon ein paar Sachen vorbereitet. So, also, noch eine Pumpe. Pumpe, Pumpe. Da lüft mir die Pumpe. Mach hier und ihn daneben. Das heißt, wir haben 4 Pumpen. Und die, logischerweise, ich habe ja bloß die fertig. Also, nein. Und da steht ich. Du. Achso, ich habe ja kein Benzin. Karre. Ich brauche mal kurz mein Benzin wieder. Aber es wird sich für uns lohnen. Irgendwann mal.
Wie gesagt, die Produktionszeiten, die sind mir zu lang. Die sind mir echt zu lang. Weil Steine könnte ich dann auch schon mal anschmeißen für nächstes Mal. Die werden zwar auch jetzt nicht fertig. Aber es ist so, wie es ist, wa? Tja, ja. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Sprit für Steine. Das muss uns reichen. So, jetzt habe ich halt angeschmissen. Halt, alles, was geht. Was schön, dass ich krieg hier auch. Ja, ich weiß, ich hätte das auch einsammeln können. Dann hätten wir auch ein bisschen Plastik. Jumise. Na gut, Leute. Also, wir haben jetzt die Öltürme aufgebaut. Mein Inventar muss ich jetzt nochmal ein bisschen erbrechen. Leeren. Entleeren. Und dann suchen wir uns ein paar Steine. Die nehmen wir dann weg. Alter, und dann kicken wir mal, ob das alles so hinhauen tut, wie ich mir das denke. Wie gesagt, ich muss die ja bloß auf Distanz halten. Kann die so schwer sein? Vielleicht ja doch. Wir werden es rausnehmen. Aber nicht mehr heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich habe noch ein bisschen Benzin. Aber spielt jetzt keine Rolle. Selbe Stelle, selbe Welle. Ich bin dann erstmal raus. Hauen Sie rein. Tschö.